Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon Ball The Breakers. Kam am 16. endlich Season 2 raus und damit auch ein riesen Update. Unter anderem kann man jetzt aussuchen, dass man nur Raider spielen möchte oder nur Überlebender. Und ich sehe gerade, hier steht durchschnittliche Wartezeit 1 Minute maximal. Deswegen würde ich das mal ausprobieren. Das war vorher ein ganz großer Kritikpunkt, dass man nicht ausschließlich Raider spielen konnte. Das soll jetzt gehen. Da waren wohl gestern noch ein paar Fehlerchen drin, die aber jetzt schon gefixt wurden. Und ich bin echt gespannt, ob ich jetzt wirklich den Raider bekomme und das Ganze wirklich nur 1 Minute dauert. Dazu kamen 2 neue Skins, Yajirobe und Chichi. Die habe ich mir auch schon geholt, weil brauche ich natürlich. Und auch den neuen Raider habe ich mir geholt, weil der ist natürlich auch richtig, richtig cool. Räuber. Haben wir hier jetzt Pflanzenmann, Nappa, Vegeta und dann Vegeta Werwaffe. Den würde ich dann auch gerne einmal spielen. 6 von 8? Oha. Scheint wirklich zu funktionieren. Also, jeder, der jetzt nur... Also jetzt bin ich auch gespannt. Kommt jetzt nur Raider? Krieg ich jetzt eine Raider-Runde. Verbindung wird hergestellt. Ja, wie cool. Ihr könnt also jetzt immer Raider nehmen, Leute. Ist das nicht cool? Ich werde auf jeden Fall den neuen Raider jetzt mal ausprobieren. Vielleicht für euch ganz spannend zu sehen. Der ist nämlich auch nicht free-to-play. Den muss man sich tatsächlich noch kaufen. Ist ein bisschen assi, ne? Muss ich sagen. Ist ein bisschen... Man kauft das Spiel für 20 Euro. Ist ja nicht umsonst. Und dann muss man hier auch noch den neuen Raider und die neuen Skins und so kaufen. Mordsgranate, Bruchkanone. Finisher Breaker, Garlicstrahl. Super Mundkanone abzuhauen. Wird dich auch nicht retten. Ja, ich bin gespannt, was der kann. Was der kann. Level 1 natürlich. Wie stark sind die Gegner? Einer Level 101. Aua, aua. Einer Level 96. Die Super Saiyajins kamen auch rein. Wird meine erste Raider-Runde. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt als Raider. Level 1. Das kann ja was werden. Grüne Küste auch noch. Die mag ich gar nicht. Die kann ich auch nicht. Boah, scheiße. Wo sind da nochmal die Überlebenden? Da einmal in dieser Eiswelt, da wo die ganzen... Ah, schwierig. Okay, krieg ich hin. Kriegen wir hin. Bin gespannt, wie gut er ist. Ich habe gestern 6 oder 7 Runden gespielt als Überlebender. Alle verloren. Es scheint wirklich so, dass die Raider übertrieben stark sind. Okay, jetzt packt er den Pflanzenmann da rein. Wie witzig. Okay, wir sind der Pflanzenmann. Ich weiß gar nicht, ob er fliegen kann. Könnte natürlich sein, dass die Runde jetzt richtig beschissen wird. Ich glaube, ich kann nicht fliegen. Kann ich ihn angreifen? Ich kann auch nicht angreifen. Lol. Ah doch, ich kann angreifen mit Viereck. Wie viel hat es gegeben? Das hat ja voll wenig gegeben. Ah, guck mal, man kann die Leute sehen. Oder? Was ist das? Hä? Was ist das? Bin ich doof? Was ist das? Wieso sind überall so Pflanzenmänner? Ah, man kann einfach woanders dann rauskommen. Hä? Okay. Man kann dann einfach woanders rauskommen, aber ich bin gerade richtig schlecht. Ich bin noch ganz weit von Level 2 weg. Ich höre ein, dass man nicht fliegen kann. Das ist auch ganz belastend mit dem Vieh. Okay. Ich kann gleich wieder irgendwo hinporten. Oh, scheiße, die sind alle auch schon Level 1. Das wird da richtig schwierig. Oh, Glück. Richtig Glück. Der kann fliegen, das ist voll gemein. Alter, zieht der viel ab. Hä, was jetzt? Ach krass, wenn ich sterbe, level ich. What? Ist das nicht viel zu krass? Wir machen mal A kaputt.
Ach, wenn ich. Dann ist doch einfach die Taktik zu sterben, oder? Wenn ich level sofort, wenn ich sterbe. Kein Wunder, dass die Leute immer so schnell auf Level 2 und so waren. So, was kann der? Weiß nicht, was das war. Scouter? Boah, Scouter ist krass. Scouter ist gut. Was macht Steuerkreuz unten? Ach, was ist das? Ah, damit mache ich einen Sand. Einen Seedman oder wie? Oh, den nehme ich mit. Erledigen. Dragon Ball nehme ich natürlich gerne mit. Oh. Geil. Das ist cool. Hä? Was ist das denn? Ach, der hat sich versteckt. Wie witzig. Der hat sich verwandelt irgendwie. Aha. Ey, der Scouter ist ja übel gut, oder? Was will er? Na, hat nicht so eine krasse Reichweite, glaube ich. Ich mache noch ein paar Seeds, oder? Sechs Überlebende übrig. Ich bin auch fast, ja gut, ich bin nicht fast Level 3, aber schon auf einem guten Weg. Ah, guck mal, damit kann ich die orten oder so, ne? Checken die das nicht, dass ich die sehe? Der hat so eine Reißleine gemacht. Scouter. Hockt der da drin? Ach so, das ist noch ein Überlebender. Perfekt. Besser, ich krieg den als irgendjemand anders. Ist natürlich, dauert es übel lang zu leveln. Aber ich glaube, das ist egal, weil wenn ich sterben würde, würde ich ja automatisch leveln. Richtig? Let's get to it. Time for some fun. Du bist tot. Bin ich das Level 3? Aber ganz knapp. Ganz knapp. Ich sehe gerade, mein Dragon Ball ist weg. Ist natürlich auch kritisch mit den Dragon Balls. Was war das denn? Er ist aber schnell abgehauen. Wieso hat er mich jetzt zweimal angegriffen? Dann level ich doch nur. Ey, die haben fast die Zeit. Die haben die Zeitmaschine. Crazy. Okay, ich bin aber auch übel lahm gewesen. Muss man auch mal dazu sagen. Und ich hasse die Map. Ich weiß gar nicht, wo die Zeitmaschine landet. Hier. But that's enough!
Napper, that's enough. Aus dem Nix. Alter, was passiert hier? Die sind übel gut. Das ist auch Level 3. Aber die haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, dich zu anzugreifen. Ich werde das Ding auf jeden Fall direkt kaputt machen. Keine Ahnung, wo die gerade sind, aber das Ding ist jetzt auf jeden Fall erstmal kaputt. Weil ich auch für die Aufgaben Dinger kaputt machen muss. Das haben die aber verlängert, ne? Das war, glaube ich, ein bisschen schneller als jetzt. Aber super Zeitmaschine zerstört, bin ich vollkommen fein mit. Aber die waren gut, die Gegner. Die waren übel gut, wirklich. Ja, das werde ich auch nicht schaffen. Ist viel zu weit alles auseinander. Und hinter Bergen. Ist doch kacke. Egal, ich bin zufrieden. Der ist ganz cool. Vor allen Dingen, dass wenn man stirbt, dass man... Ja, den werde ich nicht sehen können. Dass wenn man stirbt, sich direkt verwandelt. Oder bei Nappa sogar nach einer Zeit automatisch, ne? Ganz cool eigentlich. Schön erledigt. Den Dragon Ball nehme ich mit, ne? Den brauchst du nicht. Einer ist hier geflohen, noch zwei. Also wahrscheinlich ist er entweder dahin oder ist da geblieben. Geschafft! Das ist der neue Raider. Ich konnte euch den Wehraffen leider nicht zeigen, weil ich erst nicht gestorben bin, auch nicht genug gelevelt bin. Aber ist ganz cooles Gimmick, ne? Aber dafür hat man mal übel wenig Leben. Sieg! Räubersieg! Das ist der neue Räuber. Richtig cool. Ach ja, und... Oh, 4 Level direkt aufgestiegen. Und was cool ist, man kann jetzt hier so eine Übersicht sehen. Das finde ich ganz cool. Kannst du genau sehen, wie die Leute performt haben. Der ist natürlich sofort abgehauen. Oh, Spielermenü, was ist das? Profil melden, blockieren. Was? Man kann jetzt Leute melden und blockieren. Leute. Für die Leute, die sich einfach sterben lassen. Melden, blockieren. Das ist doch super. Oder? Kann man auch. Aber man kann leider nicht. Man kann auch Profil. Das ist eine coole Sache. Ist ein cooles Update, finde ich schon.